In diesem Video richten wir Formulare für eine einheitliche Oberfläche ein, die wir dann pro Formulartyp an einer Stelle speichern. Wir kennen bereits Seite 0, um Elemente zentral zu halten, die im gleichen Formular auf allen Seiten erscheinen. Vererbung bedeutet, in einem Formular Objekte, zum Beispiel Texte anlegen, die andere Formulare gemeinsam nutzen. Das heißt, sie werden vom Elternformular geerbt. Wir führen Folgendes aus: Elternformular erstellen, Objekte anlegen, Verwandtschaft zu Kindformularen festlegen. Das Elternformular kann ein Projektformular sein oder ein Formular, das einer Tabelle zugeordnet ist. Wir erstellen das neue Formular. Im Explorer Project Forms wählen, auf Plus klicken, nennen es Herit Page, da es ein Formular zum Vererben an andere Seiten ist. Ein leeres Formular erscheint. Wir fügen links oben eine Schaltfläche hinzu und sichern das Formular. Da es jetzt Eltern gibt, können wir Kindformulare zuordnen. Wir öffnen das Eingabeformular Interventions. In der Eigenschaftenliste des Formulars wählen wir Herit Page als das vererbte Formular. Wir sehen, dass der Inhalt des Elternformulars sofort im Hintergrund erscheint. Wir bewegen ein Objekt im Elternformular und sichern es ohne Schließen. Wir sehen, dass diese Änderung direkt im Kindformular ausgeführt wird. Dies wird natürlich auch in geschlossenen Formularen ausgeführt. Da unser Ziel das Erstellen einer einheitlichen Oberfläche ist, verschieben wir die Schaltflächen vom Kindformular in das Elternformular. Ausschneiden, einsetzen und sichern. Die Schaltflächen erscheinen wieder automatisch im Kindformular. Wir wenden diese Änderung auf andere Eingabeformulare an. Formular öffnen, Technician Input. Im Formular enthaltene Schaltflächen entfernen, vererbten Formularnamen auf Herit Page setzen. Das bedeutet, dass alle Änderungen im Elternformular, also zum Beispiel alle Objekte, um ein paar Pixel versetzen und sichern, automatisch auf allen Formularen ausgeführt werden, die von diesem Elternformular erben.